is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Sabbathhalter müssen klug sein. Siehe, ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie Tauben. Wenn die Gewohnheiten und Sitten der Leute nicht mit dem Gesetz Gottes zusammenstoßen, dann könnt ihr euch nach ihnen richten. Tun Arbeiter dies nicht, dann werden sie nicht nur ihre Arbeit behindern, sondern auch denen, für die sie wirken, ein Stein des Anstoßes sein. Sie von der Annahme der Wahrheit abhalten. Dabei haben Missionare am Sonntag die besten Gelegenheiten, Sonntagsschulen zu halten und die Leute auf die allereinfachste Weise anzusprechen, ihnen zu erzählen, wie sehr Jesus Sünder liebt und sie in der Heiligen Schrift zu unterweisen. Zurzeit ist die Sonntagsheiligung nicht der Prüfstein. Die Zeit wird kommen, wenn die Menschen nicht nur die Sonntagsarbeit verbieten, sondern sich für die Sonntagsheiligung verpflichten oder ihre Freiheit und ihr Leben zu verwirken. Doch diese Zeit ist noch nicht gekommen. Denn die Wahrheit muss den Menschen zum Zeugnis noch völliger dargeboten werden. Nach der Erkenntnis, die ich habe, sollen Gottes Diener ruhig an ihre Arbeit gehen und die großartigen, kostbaren Wahrheiten der Bibel verkünden. Vor allem Christus als den Gekreuzigten, seine Liebe und sein grenzenloses Opfer. Sie sollen aufzeigen, dass Christus starb, weil das Gesetz Gottes unwandelbar, unveränderlich und ewig ist. Der Sabbat muss auf eine entschiedene Art getreten werden. Doch seid vorsichtig, wie ihr mit dem Götzensonntag umgeht. Dem Verständigen sollte ein Wink genügen. Wer am Sonntag das Arbeiten unterlässt, nimmt damit nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Wo dies für den Fortschritt des Werkes dienlich ist, sollte man es behalten. Wir sollten nicht um jeden Preis am Sonntag arbeiten. Wenn Menschen, die vom Sabbat hören und darüber Klarheit bekommen, sich für die Wahrheit entscheiden und Gottes heiligen Tag halten wollen, werden Schwierigkeiten auftauchen. Man wird sich nämlich bemühen, gegen sie zu arbeiten, um diese Männer und Frauen zur Übertretung des göttlichen Gesetzes zu zwingen. Hier müssen sie feststellen, damit wir das Gesetz Gottes nicht übertreten. Und wenn dann der Widerstand in die Verfolgung entschlossen fortgeführt werden, sollen sie die Worte Christi beachten. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. The Lord is coming. Are you ready?